Hallo Leute und willkommen zu GTA 5 Online-Modus. Jetzt heißt es dann auch erstmal, ein paar Ladenbesitzer glücklich zu machen. Ehrlich gesagt, würde ich eigentlich schon fast lieber Missionen machen. So verrückt, wie es sich anhört, aber ich denke mal wirklich, dass es erstmal am besten wäre, wenn ich erst Level 5 erreichen würde und danach Missionen machen würde. Naja, zumindest wie ich finde. Warum hast du denn den Kopf geschüttelt? Also wirklich. Are you kidding me? What do you think I'm doing? Ja. Ich will dich natürlich überfallen. Im Moment habe ich halt eben gedacht, ich hätte noch eine andere Schrotflinte. Ja, das hättest du wohl gerne, hä, mein Lieber. Die bessere Frage ist, ist das jetzt ein verdammter Spieler? Nein. Oh Gott, ich dachte schon. Mir ist schon die Hose in die Hose gerutscht, was auch so viel Sinn ergibt. Die Hose ist in die Hose gerutscht, oh meine Güte. Ja, was ich ja nicht damit meinte, ist eigentlich, dass mein Herz in die Hose gerutscht ist. Heilige Scheiße. Gott, ich habe wirklich gedacht, das ist ein Spieler. Darf das nur wahr sein? Ah, das gefällt mir einfach nur, wenn mein Fahrzeug so unauffällig ist. Ich meine, anscheinend bin ich nicht der Einzige, der hier, ja, sagen wir mal, eine Abkürzung nach oben nimmt und noch dazu Washington solche Felgen verpasst. Oh ja. Naja, aber ich bin ja schon mal glücklich darüber, weil das bedeutet einfach mal, dass ich meine Ruhe habe. So Leute, willkommen zurück. Tut mir jetzt erstmal leid, dass ich das übersprungen habe, aber beim besten Willen, ich habe gerade eben meine Nerven verloren. Ah, Gott. Wie ich es einfach nur liebe, wenn ich wegen jedem Scheiß stecken bleib. So, hey, jetzt und so. No, don't shoot. Take what you want. Nein, so funktioniert das jetzt erstmal nicht. Weißt du, wie scheiße das ist, dass ich hier auch noch schießen muss? Was zum Teufel? Dass ich schießen muss, damit diese Typen sich schneller bewegen. Oh Gott, fuck off, fuck off. Oh. Ach, das ist doch wirklich nett von ihm. Ich habe jetzt wirklich gedacht, dass ihr jetzt eine Waffe zieht. Weil ehrlich gesagt, bin ich es schon sowas von gewöhnt, wenn sie sagen, I really need to get insurance. Dann ziehen sie jedes Mal eine verdammte Waffe. Oh, scheiße! Ja, das ging doch hervorragend nach Plan. Ha, die Polizisten können mir wenigstens nicht folgen. Aber wirklich, beim besten Willen, ich verstehe jetzt nicht, warum ich eine volle Schutzweste habe. Ich meine, A, ich kann mir überhaupt gar keine kaufen. B, habe ich noch nicht meine Schutzweste gekauft. Und C, habe ich noch nicht mal eine bekommen. Also, Kollege, also wirklich. Ich meine, versteht mich nicht falsch, Leute. Ich mag den Luxus, aber ich weiß nicht, komisch ist es irgendwie schon, wie ich finde. Komm, hoch mit dir, Fahrzeug. Ah, das tut mir wirklich leid. Scheiße, die können mich immer noch sehen. Obwohl es eigentlich auch nicht wirklich schwierig ist, schätze ich mal. Vor allen Dingen, wenn mein Licht an ist. Ich denke mal, das Beste wäre jetzt erstmal, wenn ich hier stehen bleib. Weil dann sollten auch die Polizisten nicht in der Lage sein, mich zu finden. Ich glaube, ich fahre mal lieber weiter. Weil ich habe ja vergessen, die steigen ja auch aus. Und die wissen immer ungefähr, wo man ist. Und ja, selbst wenn man bei so einer Position ist, früher oder später wird die gefunden. Ob man will oder nicht. Und ich werde jetzt auch erstmal umschalten. Ey, guck ja eh nur. Ah, komm schon. Ach, scheiß drauf. Mojo. Und ich brauche jetzt erstmal noch einen Laden. Scheiße. Könnte ich vielleicht. Sehr nett spielen, wirklich. Sehr nett. Bin schon mal kein Fan davon, dass hier ein paar Spieler in der Nähe sind, aber dann wiederum. Der eine fliegt ja wenigstens mit dem Flugzeug, was kein Chat ist, also beruhigt's mich schon mal. Weil ich meine, selbst wenn es sich bei. Das ist doch hoffentlich kein Chat. Puh. Wie gesagt, Leute, es tut mir wirklich sehr leid, dass ich extrem paranoid in diesem Spiel bin, aber ich habe schon leider zu viel hinter mir. Ja, ich weiß, dass ich gerade eben Level 5 habe, aber das ist ja nicht mein Erstcharakter. Ich sollte noch nicht direkt folgen. Verstehe. Ich habe jetzt also den Namen von dem Flugzeug vergessen, aber ich glaube, das macht jetzt sowieso nichts aus. Und wenn ich irgendwann mal dazukommen werde, werde ich das Geld einspeichern.
Gimme more. Das passt ja wirklich. Vor allem, wenn man so sagt. Scheiße. Ah, ja. Ja, wenn ich es jetzt eigentlich richtig mache, könnte ich den Laden überfallen und gleich zur Werkstatt rüberfahren. Ja, aber ich glaube, ich habe da jetzt schon ein ganz kleines Problem erwähnt. Und zwar, wenn ich es richtig mache. Ah, schade. Oh. Ich will dieses Fahrzeug haben. Und ich weiß nicht, wieso. Ach, scheiß drauf. Obwohl, nein. Scheiß nicht drauf. Ich gucke jetzt erstmal, wie viel der Washington wert ist. Wenn er einiges wert ist, dann werde ich ihn verkaufen. Ich weiß, Leute, es ist ein klein wenig blöd, aber wenn ich es ausdrücken könnte, dann würde ich es ja wirklich machen. Ich will einfach nur sein King. Wow. Ich weiß, dass ich ein Motor-Upgrade gekauft habe, aber ja, okay, vielleicht waren die Felgen ein bisschen teuer, aber wirklich? $9,410? Das ist nicht schlecht. Naja, dann kann ich ja jetzt wenigstens meine Wagen der Träume holen. Oh ja. La 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 la. Und natürlich ist der Wagen nicht mehr hier. Oder Pickup. Wenn man jetzt erstmal fancy werden will. Hallo! Der wäre schon mal richtig getuned. Aber wenn es geht, bräuchte ich ihn in einer anderen Farbe. Oder. Nein, nein, nein! Hatte ich eigentlich auch nicht vor. Oder überhaupt nicht zu nehmen. Ah, genau, diese Farbe da drüben meine ich. Ich weiß nicht wieso, aber die sieht irgendwie nice aus, wie ich finde. So. Ich muss halt eben noch ein Upgrade nachkaufen, aber ich weiß noch nicht mal, ob ich überhaupt das nötige Level dafür habe. Fuck off! Es ist mir doch scheißegal um dein Truck. Oh, du kleiner Penner. Oh. Nein, das wollte ich nicht machen. So, denkst du wirklich? Stooge? Kannst froh sein, wenn ich dich nicht überfahre. Wenn ich überhaupt wissen würde, was ein Stooge ist, aber trotzdem. Ich denke jetzt wirklich, dass es am besten wäre, wenn ich Munition für solche Flitzpiepen nicht ausgebe. Und am besten, ich meine, eigentlich hätte ich ihn jetzt überfahren, aber die Sache ist halt eben nur die, ich will kein Polizeiproblem, wenn es nicht absolut notwendig ist. Für was denn? Wenn ich die Scheibe eingeschlagen habe? Ach komm schon. Nope. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Motor aus? Okay, Fahrgestell. Toll, genau das Teil, was ich eigentlich nicht zwangsläufig haben will, war eigentlich das hier. Jawohl. Sieht eigentlich irgendwie. Sieht eigentlich irgendwie sogar komisch aus bei diesem Truck hier, wie ich finde. Aber Chrom, auch nicht gerade eben mein Fall. Ah, ich muss mal wirklich gucken. Sobald ich die Zeit dafür habe. Nope. Stoßstangen. Genau das will ich machen. Und zwar Chrom-Abschlepphaken. Und nichts weiter. Ich liebe eigentlich den Wagen, ist so, wenn er noch diese Teile drin hat. Fragt am besten nicht, wieso. Oh, Level 8. Ich glaube, das wird noch ein bisschen brauchen. Oh, sehr nett von dir, Spiel. Okay, ich glaube, viel kann ich jetzt sowieso nicht machen. Wenn man schon passt, dann tue ich es jetzt nur versichern. $4,750. Sag mal, ich weiß, dass dieser Truck neu ist, aber trotzdem, zahle ich da eigentlich jetzt mehr Versicherung, weil falls es zu einem Unfall kommen könnte zum Beispiel, dass ich den dann wahrscheinlich den anderen töten werde, anstatt irgendwie großen Schaden davon tragen werde. Ha, wenn du weißt, was ich meine. So. Sogar hier draußen. Okay, langsam tun mir die Ladenbesitzer echt leid. Ja. Ich passe da lieber auf, kein Bock von einer Schrotfinde auf nächster Distanz erwischt zu werden. Jetzt fahr, fahr! Auch noch ein Poli. Scheiße. Kannst du bitte schnell aufmachen? Danke, ist sehr nett von dir. Sehr gut. So, damit jetzt erstmal auch das Geld sicher ist, werde ich jetzt erstmal einzahlen. Und zwar, indem ich das Handy benutze. Was auch so hervorragend ist. Ich kann immer noch nicht verstehen, wo man zum Teufel das Geld
hinschiebt und vor allen Dingen, wie zum Geier dieses Geld woanders hinkommt. Ja, das war toll gesagt. Naja, ist was. Es ist ja im Endeffekt egal. Es ist ein Vorteil. Also, I couldn't care less. So, laden. Ich werde jetzt erst bekommen. Ah, schade. Ah, Gott, diese Werbung. Beim besten Willen. Ich meine, es reicht ja komplett nicht, dass diese Werbung komplett aus dem Takt raus ist. Nein! Dann muss dieser Typ auch noch auf den Trip gehen. So. Hello there. Hold on, please. I'm emptying it. Beeil dich! Ich muss mir unbedingt eine Mini-Uzi zulegen, aber eher klauen und danach zu einem Waffenladen gehen und dann bestätigen, mehr oder weniger. Dann sollte das auch reichen. Fuck off mit deiner Schrotflinte. Okay. Zum Glück. Gott, ich hasse schon inzwischen, wenn sie diesen Satz rausbringen. Ich dann jedes Mal ein bisschen Schiss bekomme, ob sie mich dann gleich erschießen werden, wenn ich nicht aufpasse. Ein Landstalker. Ja, was Feines. Ja, der Helikopter fährt ganz zufälligerweise hier rüber. Ja, ich weiß, dass er mir zum Beispiel in echten Leben gut gesehen hätte, vor allen Dingen wegen dem Licht, aber... Also, okay. Das ist meine einzige Verteidigung. Okay, Flughafen, das ist ja egal. Bitte, Spiel, sei so gnädig und lass dich einfach hier einen Helikopter vor mir erscheinen, den ich dann überhaupt nicht mehr entkommen werden kann. Falls es gerade eben überhaupt Deutsch war. Sehr gut. Glücklicherweise bin ich jetzt nicht mehr weit davon entfernt, Level 5 zu erreichen. Ich muss jetzt halt eben nur noch gucken, dass ich ein paar Läden überfalle, vielleicht jetzt noch eine Medaille bekomme, weil ich ja so ein braver Held bin und so viele Ladenbesitzer arm mache. Und noch dazu halt eben der Polizei kommt, dann wird das schon irgendwie etwas. Your own head. Auch noch wirklich. H-E-D anstatt H-E-A-D. Also wirklich. So. Hello. Was hat mich denn verraten? Meine Pistole oder dass ich gerade eben kurz stehen geblieben bin, um was auszusuchen? Komm schon, beeil dich. Was willst du dann machen? Mir Hallo sagen? Obwohl, ich bin mal lieber ruhig. Vor allem bei den Ladenbesitzern. Ah, fuck. 4 Sterne. Naja, wenigstens kann ich schon mal sicher sein, wenn ich jetzt die Polizei entkommen werde, falls es jemals passieren wird, kriege ich 400 RP, weil ich in dieser Zwischenzeit total nicht 3 Sterne die ganze Zeit entkommen wäre. Und zwar 3 Mal. Ganz verrückt. Oh, apropos, verrückt. Wenn ich jetzt ein klein wenig mehr verrückt wäre, würde ich jetzt einfach, zum Beispiel einen Helikopter nehmen. Oder ein Flugzeug, und würde vor allen Dingen verschwinden. Ah ja. Was zum Teufel die da auch betrieben haben. Anscheinend war es wirklich eine tolle Siesta. Oh ja, oh ja. Wenn es da unten leer bleibt, dann kann ich in die Garage reinfahren, weil die Helikopter können mich zwar sehen, aber solange es keine Bodenpatrouille ist, ist es egal. Soweit ich noch weiß. Zumindest scheint es bei mir immer der Fall zu sein. Kein Platten, du Schweine. Chemikalienbeschaffung. Dafür zahle ich doch wirklich gerne. Dafür zahle ich wirklich gerne. $800! Okay. Wegfahren, wegfahren, wegfahren.